Aber ein Großteil unserer Arbeit ist gerade in unseren Arbeitsfeldern, die oftmals eine sehr anfällige Finanzierung haben, weil sie zum großen Teil zuwendungsgefördert sind. Da spielt Geld eine große Rolle. Und natürlich gab es Schieflagen, die durch die erhöhten Beratungsandrang, die erhöhten Bedarfe entstanden ist und dass dafür keine Refinanzierung da war. Dafür haben wir uns eingesetzt, dass es da Aufstockungen geben konnte. Zum anderen hatten wir infolge des Ukraine-Kriegs natürlich auch das Thema Energiekrise, Energiearmut, die Kostensteigerung, die gerade Geringverdiener und armutsbetroffene Menschen in ziemlich verzweifelte Situationen gestürzt hat. Und das war ein großes Thema. Und da kommen wir dann zu den Entlastungspaketen und wie der Länder und des Bundes, die wir kommentiert haben, wo wir Vorschläge gemacht haben, wie finanzielle Entlastung, aber auch gute Beratungsangebote, wie den Menschen geholfen werden kann, entstehen können und dort dann auch kommuniziert, wie die Bedarfe sind. Wie unsere Träger das in den Beratungsdiensten und den Einrichtungen sehen. Also einfach das auch zu vermitteln. Und auf der anderen Seite gab es aber auch bei den sozialen Trägern große Unsicherheiten, keine Refinanzierung von Kostensteigerungen aus den vorhandenen Zuwendungen. Auch dafür haben wir uns eingesetzt, dass es da Refinanzierung und Verbesserungen gibt. Dass beispielsweise die Tafeln, die Menschen mit Lebensmitteln versorgen, ein Drittel bis zur Hälfte mehr Personen dort zu versorgen hatten, bei gleichzeitigem Rückgang der Spenden und bei gleichzeitigem Anstieg beispielsweise der Benzinkosten, der Transportkosten, um Lebensmittel einzusammeln und abzuholen. Das ist ein Beispiel dafür, wo es also dringend mehr Geld brauchte. Die Entlastungspakete sowohl des Bundes wie auch der Länder Berlin und Brandenburg haben natürlich versucht, darauf zu reagieren. Und wenn ich jetzt mal Berlin als Beispiel nehme, durch einen Härtefallfonds für Energieschulden und für mit Mitteln für die soziale Infrastruktur und öffentliche Infrastruktur oder mit einem Netzwerk der Wärme, was einfach die Solidarität der Stadtgesellschaft fördern soll und auch dort Beratungsangebote finanziell auch unterstützen soll. Das sind Beispiele, die wir natürlich im Vorfeld mit Vorschlägen ausgestattet haben, bevor diese Entlastungspakete beschlossen wurden und die wir dann natürlich auch kommentiert haben und versucht haben, in den Nachtragshaushalt der Länder dann auch Mittel reinzubekommen. Es hat auch Mittelaufwüchse gegeben. Es hat, wie gesagt, es gibt Mittel für Energiekosten. Es gibt Mittel für Privathaushalte und für die soziale Infrastruktur. Aber kritisch muss man natürlich sehen, dass das keine Planungssicherheit gibt und dass es erforderlich ist, dass wir auch für dieses Jahr wissen, dass diese Kosten gedeckt sein werden. Also die politische Lobbyarbeit hat ja auch vorher schon begonnen. Wir hatten ja Wahlen in Berlin, haben ja jetzt gleich wieder Wahlen in Berlin, aber im Vorfeld hatten wir natürlich auch den Koalitionsvertrag, der zu Beginn des Jahres dann entstand, da schon unsere Positionen und Stellungnahmen zu abgegeben und dann eben fortfolgend zu den Krisen und zu den krisenbedingten Bedarfen. Wir haben natürlich aufgrund der rasanten Entwicklungen im vergangenen Jahr auch bei unseren Mitgliedern einen ganz hohen Informationsbedarf gehabt.
sowohl was die Umsetzung dieser Entlastungspakete angeht, aber natürlich auch, was die Entwicklung auf Bundesebene, beispielsweise die Novellierung der Grundsicherung, das Bürgergeld, die Wohngeldreform, all das, was da auf den Weg gebracht wurde, hat ja konkrete Auswirkungen auf die Beratungsstellen und auf die Angebote, die gemacht werden können. Gleichzeitig haben wir Veranstaltungen organisiert, um die Lobbyarbeit auch zu stärken. Wir hatten im vergangenen Jahr beispielsweise im September gemeinsam mit den anderen Wohlfahrtsverbänden und der Landesarmutskonferenz eine Veranstaltung "Findet Berlin einen sozialen Ausweg aus der Energiekrise?". Da waren sowohl die Senatorin, Behörden, Akteure der Zivilgesellschaft, Abgeordnete beteiligt und dort konnten wir dann die Anliegen vorbringen aus der Praxis und konnten die gleich in den politischen Betrieb und in die Verwaltung einspeisen. Das war ein Beispiel. Genauso gab es zur Veranstaltung zu Überschuldung und zur Schuldenkrise. Die Veranstaltungen waren sehr nachgefragt, auch die zum Bürgergeld.